Er war pünktlich hier. Beim ersten Spiel war es eine halbe Stunde Verspätung. Dane Kummer fällt mit dem Freistoß. Und das war stark gemacht von Fabian Landvogt im Todesfelder Tor. Ist der Mann für die weiten Einwürfe bei Eintracht Norderstedt. Ball kommt in die Mitte, aber auch schon wieder geklärt von der Todesfelder Abwehr. Ich glaube, mit hohen Bällen kommt die Eintracht heute nicht wirklich weit. Weil die Todesfelder sehr robust sind, sehr physisch. Oh, jetzt. Da war die Riesenchance für Phil Sieben. Und zum anderen kam Moritz Frahm, das war dann wohl eher der verletzungsbedingte Wechsel für André Wallenborn als Innenverteidiger. Kang Min-Choi schon noch mal einen Ball hier. Ja, Kang Min-Choi mit einem Schuss. Und das ist den Elfmeter. Jetzt gibt es den Elfmeter. Das gibt es doch gar nicht. Handelfmeter für Eintracht Norderstedt. Erste Ballaktion von Kang Min-Choi. Aber es war nicht. Ball ist freigegeben. Manuel Brendel läuft an. Und trifft! 1:0 für Eintracht Norderstedt durch Manuel Brendel. Der erlösende Führungstreffer für die Eintracht in einem insgesamt doch recht schwachen Spiel, was das Offensive angeht. Ich überzeuge. Wenn es denn so war, ich weiß es nicht. Ich meine, das aber gelesen zu haben im Vorfeld dieser Partie. Wir sehen nichts. Okay, an die Latte! Ein Lattenschuss. Riesenchance dafür, Eintracht Norderstedt. Und es ist schon wieder das Aluminium. Das kann nicht wahr sein. Die versuchte Flanke in den Norderstedter Strafraum, aber die ist nicht erfolgreich. Schnelles Umschaltspiel. Schnelles Umschaltspiel bei der Eintracht. Brendel. Manuel Brendel ist das, der Führungstorschütze. Gibt den Ball jetzt links raus auf die linke Seite. Auf Ersin C hier, der da ins Dribbling geht. Auch vorbei ist Ersin C hier. Gute Gelegenheit da für die Eintracht. Ersin C hier hat die Entscheidung da auf dem Fuß. Mit Jonathan Klüver. Aber erstmal die Riesenchance für Eintracht Norderstedt, Jack selbst. Umkurft Landvogt, James, das ist die Chance. Das ist wieder die Latte. Das ist es nicht. Das ist unglaublich. Der dritte Aluminiumtreffer in dieser Partie. Nee, der zweite für Norderstedt. Der zweite für Norderstedt schon wieder. Und es ist vor allen Dingen wieder Jack James. Und ich glaube, viel länger geht es jetzt auch nicht mehr. Oh, wir haben nochmal die Chance. James nochmal. Für Eintracht Norderstedt, Jack James. Wird da gelegt und beschwert sich da. Da kommt. Oha, da gibt es noch ein paar Scharmützel. Es gibt noch eine gerade Leih mit Muski. Ja, aber sie lösen es friedlich. Und es gibt die rote Karte! Nein! Rote Karte! Da gab es mit Sicherheit noch einen Spruch dahinter, ja? Das dürfte es nicht so gewesen sein, das war's! Eintracht Norderstedt! Eintracht Norderstedt schlägt den SV Todesfelde im ersten Segeberg-Derby der Geschichte. Mit 1:0. Wir bedanken uns für euer...